Einen wunderschönen lieben Freunde, herzlich willkommen zum Donnerstags-Zubehör-Test. Heute mit dieser grandiosen Speicherkarte. iFi Mobi. iFi Mobi. Viele von euch haben vielleicht schon davon gehört, von diesen iFi-Karten. Im Endeffekt sind das Speicherkarten, die integriert WLAN haben, ja, beziehungsweise eine WLAN-Verbindung aufbauen mit zum Beispiel einem Smartphone, einem Tablet oder auch Desktop-Computern. Diese Mobi-Karten können das allerdings nur mit mobilen Geräten wie zum Beispiel Tablets oder Smartphones, deswegen heißen sie auch Mobi oder Mobi. 8 GB hat diese Karte Speicherplatz, gibt es auch größer und es ist so, dass jetzt quasi Bilder ganz normal in der Kamera gemacht werden, zum Beispiel ich fotografiere oft in RAW und JPEG und die JPEG-Files, die werden quasi direkt über WLAN übertragen auf der Gerät, zum Beispiel ein iPhone oder ein anderes Smartphone und dort sind dann direkt die Bilder zu sehen von dem JPEG eben, die gemacht wurden. Und das probieren wir jetzt mal aus, ich zeige euch mal kurz, wie das funktioniert. Karte einfach reinstecken. Dann erkennt die Kamera automatisch, okay, hier ist jetzt eine iFi-Karte drin. Das erscheint dann im Menü. Hier bei der 70D, die ja eigentlich WLAN hat, aber bei Kameras zum Beispiel, die keinen WLAN haben, ist das sehr interessant. Klickt man einfach auf iFi-Einstellungen. Das ist jetzt hier bei Einstellungen, also dem gelben Menü quasi bei Canon. Dort steht einfach iFi-Übertragung, das muss man aktivieren. Dann gibt es eine App, die gibt es kostenlos im App Store für die verschiedenen Anwendungen. Ich gehe mal kurz aus der App raus. Hier unten, so sieht die aus, iFi. Am besten schaut man vorher nochmal in den WLAN-Einstellungen, dass er auch die Karte gefunden hat. Also meistens verbindet er automatisch, kann aber auch sein, dass es nicht passiert. Deswegen einfach hier suchen, iFi-Card 61 bla bla steht jetzt hier zum Beispiel. Klickt man einfach drauf, dann hat er die Verbindung damit, geht zurück in die App. Und dann ist hier, wenn das Ding oben grün ist, das Bild verbunden. Und jetzt sieht man hier das Bild, was ich eben gerade gemacht habe von dieser Kamera, die hier gerade liegt. Ich fotografiere mal Mike, mache dafür mal den ISO noch ein bisschen höher. Also man kann ganz normal fotografieren, die RAWs werden auf der 8 GB Karte gespeichert. Die JPEGs werden quasi direkt hierauf übertragen. Zack. Ah, hier hat er schon das Bild. Genau. Zack, jetzt machen wir gleich mal das nächste, dass wir sehen, wie schnell das funktioniert. Bäm, der Gerät hat der nächste Bild schon von Mikey. Und das ist echt cool, zum Beispiel, wenn man entweder ein Shooting hat mit zum Beispiel Kunden oder sei es jetzt auch in privater Sache, wo einfach jemand dabei ist, der sich das gerne angucken möchte, dann gibt man ihm einfach das Smartphone in die Hand oder das Tablet in die Hand, der kann das dann halten und sich die Bilder direkt angucken oder auch für einen selbst eine schöne Kontrolle außerhalb des Displays, sich die Bilder nochmal anzugucken. Wenn man eine Kamera hat, wie zum Beispiel diese hier, ich nehme das mal kurz, die mehrere Speicherplätze hat, wie zum Beispiel auch die Canon 5D Mark III, wo es ja einen CF-Platz und einen SD-Karten-Slot gibt, da kann man auf die CF-Karte zum Beispiel nur die RAW-Files speichern und auf die iFi-Karte oder iFi-Karte, ich muss mir mit einer Hand rausholen, kann man nur die JPEGs speichern und die direkt rüberschicken. Wir machen das mal hier, in Karten-Slot 2 die iFi, Karten-Slot 1 ganz normal, im Menü einfach hinten auswählen, die RAWs und die JPEGs getrennt speichern. Die RAWs auf Speicherkarte 1, die JPEGs auf Speicherkarte 2. iFi-Einstellung alles aktivieren. Okay, okay, jetzt zeigt er mir auch hinten an, nur Fach 2 aktiviert. Mache ich mal ein Foto von Mike. So, und jetzt müsste er mir das Bild direkt hierauf schicken. Und da ist es auch schon. Direkt raufgeladen. Mit dem Tablet kommt es natürlich noch cooler. Ich stelle mir hier kurz hin, dann kann man das direkt sehen. Ich mache mal einfach noch ein Bild von Mike. Zack. Das dauert jetzt einen kurzen Moment. Er überträgt. Und je kleiner die Bilder sind, also wenn man zum Beispiel dann einstellt RAW ganz normal und JPEGs in S zum Beispiel, dann geht die Übertragung auch viel, viel schneller. Hier ist jetzt das Bild und auf einem Tablet oder sowas sieht das natürlich dann nochmal viel, viel cooler aus. Und das funktioniert echt gut, man kann jetzt auch einfach mehrere Fotos machen, die zieht er jetzt alle langsam hinter sich her und spielt die direkt hier rüber. Man kann jetzt direkt, ich gehe mal zurück in diese Menüansicht, dann kann man das auch besser sehen. Genau, hier sagt er jetzt alles abgeschlossen und zeigt mir jetzt hier die Bilder an, die gerade gemacht wurden. Genau, da sind sie jetzt alle.
Die iFiMobi SD-Card bietet eine tolle Möglichkeit, seine DSLR mit WLAN auszustatten, ohne sich gleich eine neue Kamera zu kaufen. Die Bedienung ist leicht und intuitiv, egal ob jetzt zur Kontrolle der Schärfe oder zur Ansicht für Kunden. Die Karte leistet einen guten Dienst. Von mir gibt es 4 von 5 Gs. Ein G-Abzug gibt es, weil es einfach nur mobil funktioniert und auch so schön wäre, wenn es auf dem Desktop funktionieren würde. Aber sie arbeiten dran. Gelogen Besserung. Desktop-Computer werden bald dann hoffentlich unterstützt. Eine Beta ist aktuell in der Testphase für Windows. Kostenlos. Das war der Zubehörtest für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vielleicht habt ihr schon Erfahrung gemacht mit den iFi-Karten. Dann schreibt es einfach unten in die Videobeschreibung. Guckt euch die anderen Videos an. Gibt es an der Seite auch die anderen Giga-Kanäle und Facebook und Twitter und meinen Kanal und so weiter. Alles unten in der Videobeschreibung. Haut rein!